Hallo Gosamas und willkommen bei Videogames aus aller Welt. Diesmal mit der 100. Ausgabe. Was haben wir uns nicht in dieser Rubrik schon für verrückte Japan-Importe angeschaut? Aber diesmal habe ich mir ein ganz besonderes Spiel ausgesucht. Nämlich Yume Penguin Monogatari von Konami, welches 1991 für das japanische NES, das Family Computer, erschienen ist. Dies ist nicht nur ein abgedrehtes Plattform-Game, nein, es bietet auch eine sehr interessante und kreative Diätmechanik. Aber dazu später mehr. Viel Spaß mit dieser neuen Ausgabe. Die Story ist schnell erzählt. Ihr übernehmt die Rolle eines blauen Pinguins namens Penta. Dieser wurde von seiner Freundin Penko verlassen, weil sie ihn mittlerweile für zu faul und dick hält. Tatsächlich stopft er sich auch im Intro die ganze Zeit mit Süßigkeiten voll. Ziel des Spiels ist es, wieder abzunehmen und den neuen Freund von Penko zu besiegen. Schade, dass alle Texte japanisch sind, aber im Internet könnt ihr auch eine Fanübersetzung finden. Aber auch ohne Japanischkenntnisse ist Yume Penko Penguin Monogatari absolut spielbar. Kommen wir mal zum Gameplay, welches absolut einzigartig ist. Im Spiel gibt es weder Lebensenergie noch Leben, die ihr verlieren könnt. Stattdessen existiert ein Fitnessmeter am unteren Bildschirmrand. Dieses symbolisiert euren Kalorienfortschritt. Ein gebrochenes Herz markiert euer Kalorienziel. Außerdem steht ihr unter Zeitdruck, was bedeutet, dass ihr nicht nur rechtzeitig den Level beenden und den Boss besiegen müsst, sondern auch euer Gewicht bis zur Herzmarkierung reduzieren müsst. Schafft ihr dies nicht, dann taucht ein Telefon auf und eure Ex-Freundin schimpft euch aus. Somit müsst ihr den gesamten Level wieder von vorne anfangen. Zum Glück gibt's unendlich Continues. Aber wie kann man in einem Videospiel zu- und abnehmen? Ganz einfach. Hier kommen die Gegner und Items ins Spiel. Zu Anfang ist Penta nicht nur fett, er steuert sich auch sehr träge. Ihr könnt nur sehr kleine Sprünge machen und eine Stampfattacke vollführen. Sammelt ihr Diätdrinks ein, welche als kleine Flaschen dargestellt werden, so werdet ihr allmählich dünner. Dazu müssen aber mehrere eingesammelt werden. So einfach ist es nun auch wieder nicht. Die Gegner werfen oder schießen allerdings mit Süßigkeiten und fetten Speisen. Auch dürft ihr keine Äpfel oder andere Lebensmittel, welche herumliegen, einsammeln. Vermutlich sind Meere und Flüsse ebenfalls voller Zucker, weshalb ihr sofort zu einem dicken Ballon werdet, falls ihr hineinfallt. Ist Penta etwas schlanker, kann er treten und bewegt sich flotter. Seid ihr richtig fit, dann könnt ihr euch nicht nur schnell bewegen, sondern auch japanische Schriftzeichen spucken und die Gegner schon vom Weiten besiegen. Außerdem gibt es noch diverse Symbole einzusammeln. Eine Uhr, welche euch mehr Zeit gibt, ein Haar, welches allerdings nur in einem Level vorhanden ist, nämlich in der Kuchenwelt, mit der bekommt ihr eine kleine Helikopterkappe, mit der ihr durch den Level senkrecht nach oben fliegen könnt. Außerdem gibt es ein A, welches verursacht, dass sich alle Gegner gleichzeitig in die Luft jagen, die auf dem Bildschirm gerade zu sehen sind, und ein M, mit dem ihr für kurze Zeit unbesiegbar sein könnt, ähnlich zu dem Stern aus Super Mario Bros. Das Spiel ist leider in nur 6 Stages untergliedert, welche aus 3 Plattform-Level bestehen und sich abwechseln mit 3 Side-Scrolling-Shooting-Stages. So habt ihr quasi 2 Spiele in einem, wenn man so will. Für die Shoot'em-Up-Segmente würde ich euch übrigens einen Turbo-Controller ans Herz legen, da ihr ansonsten wirklich die ganze Zeit nur auf den Feuer-Button hämmern müsst. Das kann auf die Dauer doch sehr anstrengend werden.
Technisch gesehen ist Yume Penguin Monogatari ein absolutes Meisterwerk, vor allem wenn man mal in Betracht zieht, auf was für einer veralteten Hardware das Ganze läuft. Schöne große bunte Sprites, tolle farbenfrohe Hintergründe, ein meist butterweiches Scrolling, außer wenn die Action zu heftig wird, dann gibt es kleinere Slowdowns, die den Spielfluss aber absolut nicht stören. Auch soundtechnisch ist hier die Obergrenze erreicht, was das Famicom zu leisten mag. Saubere Arbeit, Konami. Für alle, die noch an absoluten Konami-Nerd-Wissen interessiert sind, habe ich hier noch ein paar tolle Informationen. Penta ist übrigens auch der Held von älteren Konami-Klassikern wie Arctic Adventure für MSX-Heimcomputern und der Vater von Pentaro aus der Parodius-Reihe. Habt ihr den finalen Level erfolgreich absolviert, so gibt es eine romantische Endsequenz, in der der Spieß umgedreht wird und Penko der Fettleibigkeit erliegt. Um das wahre Ende sehen zu können, müsst ihr den schwierigeren zweiten Durchgang meistern, der automatisch danach beginnt. Während ihr euch die tollen Bosse im Schnelldurchlauf jetzt anschauen könnt, werde ich euch meine Kritik sowie mein Fazit mitteilen. Yume Penguin Monogatari ist ein sehr kreatives Abenteuer, welches ich jedem Freund von bunter 8-Bit-Action nur wärmstens empfehlen kann. Leider ist es manchmal etwas unfair, da ihr an manchen Stellen absolut nicht vermeiden könnt, zuzunehmen. Dies kann sehr frustrieren. Außerdem ist es viel zu kurz geraten, geübte Spieler brauchen etwa 40 Minuten für den ersten Durchgang. Außerdem ist das Ganze nicht gerade günstig zu haben. Mit Packung und Anleitung kostet es oft über 150 Euro auf eBay. Ich hatte zum Glück, dass ich es Anfang 2021 mit Packung, aber ohne Anleitung, für unter 100 Euro im deutschsprachigen eBay-Raum bekommen habe. Leider wurde das Spiel nie für andere Systeme portiert und es existiert auch keine Download-Fassung für moderne Konsolen. Wenn ihr es spielen möchtet, müsst ihr wohl oder übel zum Original greifen. Was haltet ihr denn von dem Spiel? Sagt mir das doch mal in den Kommentaren, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten heiße ich euch gerne wieder willkommen, jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf meinem Kanal, dann gibt's nämlich wieder ein neues Video. Liken, kommentieren und abonnieren, so könnt ihr mich supporten, was mich sehr freuen würde. Ansonsten verabschiede ich mich von euch, bis zum nächsten Mal. Matane, euer Martin, tschüss.